Das schaut gut aus. Die bleiben brav, die Krähen. Auch wenn sie sich nicht brav anhören. Aber solange sie mich nicht angreifen, habe ich kein Problem mit ihnen. So, jetzt sind wir. Genau, jetzt sind wir in diesem Raum. Und. Oh! Ah, scheiße, da bricht einer aus. Da bricht einer aus. Okay, das ist einer von den zwei Zombies, die in diesem Gang noch sind. Okay, dann müssen wir fast diesen töten. Aber das sollte kein Problem sein. Den müssen wir wahrscheinlich auch fast verbrennen, weil da kommen wir sicher noch öfters lang. Ich hoffe, wir finden bald einen neuen Kerosinkanister. Okay, da hat sich nichts getan. So, was für einen Schlüssel brauchen wir da? Gar keinen, sie ist von der anderen Seite verschlossen, okay. Und da hinten, da war glaube ich nur der Strom aus. Der Strom ist wohl nicht eingeschaltet. Okay. Bin ich gespannt, wann wir den wieder einschalten oder wie wir den einschalten können. Aber gut. So, den einen Zombie, den erledige ich aber mit der Pistole. Da will ich jetzt keine Schrotmuni verplempern. Ausrüsten. Ja. Wieder in der Gute. Der steckt genauso da wie sein Kollege, der war der vorhin da war. Kein Kopfschuss, schade. So. Ja, steig auf ihn, steig auf ihn, steig auf ihn. Okay. Wir sind zwar jetzt kritisch verletzt, aber dafür haben wir Kerosin gespart. Das nehme ich in Kauf. Dieses Tauschgeschäft nehme ich auf jeden Fall in Kauf. So. Dann sollten wir fast wieder in einen Safe Room gehen. Ich möchte ja sowieso noch. Jetzt gehen wir mal da lang. Wenn wir schon kritisch verletzt sind, darf uns jetzt gar nichts mehr erwischen. Dann da lang. Das möchte ich mal probieren. Wie viel jetzt ein grünes Kraut, das wir mit einem roten Kraut gemischt haben, wie viel das jetzt heilt. Das möchte ich dann probieren. Übrigens, dieser Raum, der ist definitiv für uns unzugänglich. Weil man bekommt, wenn man das Spiel neu anfängt, bekommt man einen Schlüssel. Dazu muss man aber das Spiel mindestens einmal durchgespielt haben. Und dann bekommt man eben einen Schlüssel für diesen Raum. Und im Endeffekt ist das nur so ein Kleiderraum, wo man Skin wechseln kann drinnen. Aber sonst ja. Aber wie gesagt, für uns ist dieser Raum unzugänglich. Interessant wäre, was ob da noch ein Raum ist. Aber gut. Wir wollen jetzt da lang, da lang. Da lang. Diese Tür wollten wir testen, genau. Da wäre dann auch das Safe Room. Okay. Einerseits hoffe ich, dass diese Türe nicht doch verschlossen bleibt, dass wir dann gleich zum Safe Room gehen. Da ist dieser Crimson Head, der nicht durchkommt. Andererseits hoffe ich, dass das doch die letzte Tür ist mit dem Rüstungsschlüssel, dass wir den Rüstungsschlüssel wegwerfen können. Aber das könnte dann gefährlich werden, weil, wie gesagt, wir sind schon kritisch verletzt und wir haben noch nicht abgespeichert. Aber wenn ich jetzt vorher in den Safe Room gehe, dann müssten wir den ganzen Weg wieder laufen, weil ja da diese Einwegstüre existiert. Und das will ich euch nicht antun und mir auch nicht. Ah, aber wir könnten. Moment mal. Das war doch der Balkon, wo die Kräuter wachsen. Das könnten wir jetzt mal probieren. Ah, nee, Blödsinn. Das war dieser Balkon. Okay. Gut, schade, aber dafür. Es ist noch ein wenig Kerosin. Ja. Okay. War wohl im. Ah, okay, doch. Blödsinn, passt schon zwei. Und der ist jetzt leer, oder?
Kein Kerosin mehr. Okay, passt. So. Nee, Blödsinn, doch, da war nur noch eine Aufladung jetzt drin. Weil wir hatten eine Aufladung noch im Kanister. Und haben, diese Aufladung haben wir jetzt nicht gebraucht, da wir den einen Zombie zertreten haben, genau. Passt schon. Gut. Dann da lang, da lang, da lang. So. Durch diese Türe, genau, da kommen wir noch nicht. Die Tür ist verschlossen, das Wappen des Spencers, genau. Ist in den Türgriff eingraviert. Mhm. Da könnten wir vielleicht dieses Windwappen einsetzen, das wir mal gefunden haben. Gut. Und diese Türe. Okay. Okay. Ablegen, ja. So, Rüstungsschlüssel ist erledigt. Dafür kommen wir in diesen Raum rein. Wenn da erst ein Zombie drin ist, dann werde ich, glaube ich, gleich zurückgehen. Okay, das sind wieder nur Raben. Die mich eventuell attackieren könnten. Scheiß drauf, ich gehe zurück, ich heile mich. Mir ist das zu gefährlich. Mir ist das einfach zu gefährlich. Ich habe echt Angst, dass mich die Raben einmal attackieren und ich bin sofort tot. Und das wäre echt bitter. So. Nee. So und dadurch. Ja, wie gesagt, müssen wir jetzt leider den Weg hier nochmal laufen. Aber es ist eh nichts Neues. So. Einmal da durch. So, dann machen wir eine Kiste auf. Und dann nehmen wir jetzt mal die gemischten Kräuter mit. So. Und sagen jetzt mal verwenden. So, wir sind jetzt kritisch verwundet. Okay, wir sind wieder komplett gesund, alles klar. Das heißt, ein grünes und ein rotes Kraut heilt komplett. Das ist gut zu wissen. Na gut. Wir haben wieder zwei Inventarplätze frei. Ich nehme mal vorsichtshalber. Vorsichtshalber. Das hier mit. So. Das kommt dann wieder darauf. Dass wir die Ordnung dabei behalten. Die ist mir wichtig. Das ist blöd, dass man innerhalb von der Kiste nicht sortieren kann. Das ist echt blöd. Habe ich jetzt gemacht. So, so. Nee, geht nicht. Auch mit der Maus nicht. So, okay. Ja, das war's jetzt so. Okay, so, wir sind wieder geheilt. Sollen wir gleich mal abspeichern? Halbe Stunde geht die Aufnahmesession schon. Nee, ich riskier's. Ich habe ein Kraut mit, wir sind safe. So schnell werden wir schon nicht sterben. In Klammer hoffentlich. So, und dann wieder darauf. Und da ging's schon. Nee, da ging's schneller. Da ist irgendwo. Ah! Ich weiß, welcher Zombie da ist. Stimmt, da haben wir auch noch den einen Zombie in diesem Raum, wo Richard war. Den haben wir nicht getötet und der kam mir dann durch die Türe. Stimmt, stimmt. Sollten wir auch fast töten, ne? Kommt der oder rennt der ganz. Jetzt ist er da. Pack mich am Fuß. Ah, schade. Ja, dann komm nochmal. Kopfschuss wäre nice. Die intelligentesten sind sie auch nicht, ne? Ah, kein Kopfschuss. Schade. Schade, schade, schade. Na gut. Wir brauchen unbedingt wieder einen Kerosinkanister. Unbedingt. So, ein Kerosinkanister. Eine Aufladung habe ich noch über. Und ich weiß,
genau noch von einem Zombie. Und zwar, das ist der Zombie in dem Gang, wo wir auch in den Raum kommen mit dem Tigerkopf. Und dann war's das. Aber ja, mal schauen. Ich habe die Hoffnung, dass wir bald wieder einen neuen Kerosinkanister finden. Vielleicht ja sogar schon diesen Raum, wo wir jetzt reingekommen sind. Das würde ich auf jeden Fall sehr begrüßen. Über diese Kommode bin ich übrigens sehr dankbar. Ah ja, genau, als ich das Ganze nochmal gespielt habe, bin ich von diesem Zombie nicht mehr attackiert worden. Das vielleicht auch noch zur Anmerkung. Dafür wurde ich einmal von dem Forest gebissen. Sprich, das gleichte sich dann auch wieder aus. So, mein Lieblingsgang in diesem Spiel, durch den wir schon schätzungsweise 100 Mal durchgegangen sind. So, dann wieder da lang hoch. Ne, falsch, da lang. Und da lang. So, und dann wieder in diesen Raum. Cool, ohne Karte gefunden. Und dann, nach 40 Minuten, betreten wir mal wieder mal einen neuen Raum. So, was haben wir da? Ein Bild. Schauen wir uns das Bild mal an. Der Titel lautet: Bringe das wahre Licht zu den drei Geistern. Das hört sich wieder nach einem Rätsel an. Da haben wir ein schönes Glas. Das Bild eines Helden mit einem Armband. Es liegt hinter gelbem Glas. Da ist ein Schalter drücken. Nee, noch nicht. Sonst passieren da... Ah, da ist... Okay, sie wird sogar auf den Raben zielen. Ich hoffe, der greift nicht an. Das Bild eines Weisen mit einer Halskette. Es liegt hinter rotem Glas. Da ist ein Schalter. Nee. Du bleibst da oben, ne? Also die Augen sind normal. Also würde ich sagen, die sind nicht untot. Ich hoffe es zumindest. Das Bild eines Heiligen mit einer Krone. Es liegt hinter einem gelben Glas. Nein. Sprich, wir haben jemanden... Einen Helden mit Armband hinter gelbem Glas. Wir haben einen Weisen mit einer Kette mit den Rosen, einen roten Glas. Und eines Heiligen mit Krone hinter einem gelben Glas. Gut. Sind irgendwie süß. Ich hoffe, die bleiben da oben. So. Gehen wir mal weiter. Ah, okay, das sind dieselben, nur von der anderen Seite. Das Bild einer Krone, Helden, okay, nee. Okay, sind das jetzt dieselben Bilder? Nur von der anderen Seite tatsächlich, okay. Die machen mich leicht nervös, die Raben. Was haben wir da? Lisa geschützt von den drei Geistern. Das Bild einer Frau mit Armband, Halskette und Krone. Am Unterrand des Bildes ist ein Schalter. Drücken? Nein. Okay. Wechselt sich die Farbe, wenn wir da einen Schalter drücken? Tatsächlich. Und das ist das von beiden Seiten grün? Ich habe Angst, dass, wenn ich laufe, dass das vielleicht ein Rahmen irgendwie stört oder ich keine Ahnung. Okay, das ist tatsächlich jetzt auch grün. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, oder behaupten. So, mal schauen, ob das jetzt so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Wir haben eine grüne Krone, ein rotes Armband und eine lila Halskette. Merke ich mir das? Grün, von oben nach unten, grün, lila, rot, grün, lila, rot. Grün, lila, rot. Nein. Grün, lila, rot. Okay, also die Krone muss grün sein. Wer hatte die Krone, ne? Krone. Ja. Grün, lila, rot. Sprich, die Halskette muss lila. Ja. Und das muss rot.
Aha. Ja. Nee. Soll rot sein. Hä? Das bin ja nicht mehr ein Armband. Es ist. Das muss aber rot werden. Vielleicht von der anderen Seite. Ja. Ah, alles klar. Orange, entschuldige. Gibt's Rot auch rein theoretisch? Ursprüngliche Farbe. Okay. Ich hoffe, Orange passt. Aber müsste echt passen. So. Armand, okay. Ja, bitte. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus.